Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Yo Leute, willkommen zu meinem neuen Video und heute testen wir ein paar Calypso-Limonaden. Viel Spaß beim Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Nö. Denn wir haben hier 5 von diesen Calypso-Limonaden. Ich hoffe, ich habe genug Akku dafür. Auf jeden Fall 5 verschiedene Sorten. Ich stelle euch die gleich im Einzelnen vor. Die blaue, die ihr gerade gesehen habt, kommt natürlich am Schluss. Kurz noch so zu Calypso, da gibt es Unmengen an verschiedenen Sorten. Ich habe jetzt Nummer 5 ausgewählt. Das reicht für den Anfang. Vielleicht sind sie auch gar nicht lecker. Nein, ich denke nicht. Aber sollten die gut sein, probiere ich vielleicht sogar noch mal ein paar mehr. Aber heute erstmal 5 Stück. Ich würde sagen, ich beginne mal mit der hier. Und ist eigentlich egal, mit welcher ich beginne, weil die klingen alle sehr lecker. Ich beginne mal hier mit Pineapple Peach Limeade. Ananas und Pfirsich. Klingt sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Hier oben auf dem Deckel steht auch immer was anderes drauf. Also, ja gut, nicht immer, aber meistens. Hier steht es drauf, ah, the good life. Wir schauen jetzt mal, ob das Leben wirklich so gut ist. Mit diesen Calypso-Limonaden. Ich öffne es mal. Wir brauchen es auch nicht in ein Glas schütten, da man hier die Farbe ja schon sieht. Ja, ich würde sagen, ich öffne es und dann probieren wir es. Ach, das ist ein schönes Geräusch, oder? Wir riechen mal. Ja, es riecht mehr nach Pfirsich als nach Ananas. Ich probiere es mal. Boah, ist das lecker. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Schmeckt nach Pfirsich. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt lecker. Also, ich möchte es gar nicht machen, aber ich muss. Es gibt 10 von 10 möglichen Sternen. Oh! Für diese Pineapple Peach Limeade, weil die einfach super, super lecker ist. Es schmeckt beides, was draufsteht. Es schmeckt einfach nur super lecker. Also ist die geil. Wenn die alle so geil sind, ey, dann habe ich hier heute einen tollen Tag. Das stimmt dir mit dem The Good Life. Wir machen weiter mit Tropical Mango Lemonade. Also ähnlicher Geschmack, würde ich jetzt sagen. Beides so ein bisschen Tropical-mäßig. Und hier steht da drauf, Real Lemon Bits. Also, da sind sogar echte Zitronenstücke drin. Fand ich jetzt bei Mentos Drinks nicht so geil, aber ich glaube, hier ist das Ganze in Ordnung. Bei der vorhin steht übrigens da, wo hier Real Lemon Bits steht, steht Island Vibes Only. Keine Ahnung. Aber hier müssen wir auf jeden Fall mal schütteln. Shake, shake, shake. Steht auch auf dem Deckel, da steht nämlich Shake, Sip, Repeat. Wir öffnen es mal. Riechen. Sehr nach Mango. Soll es ja auch. Ich probiere es. Da ist irgendwas drin, was komisch schmeckt. Sehr merkwürdig. Vorne sind auch so Blumen drauf. Vielleicht ist es auch... Ich blende euch das Bild natürlich ein. Vielleicht sind es auch... Ja, Vanilleblüten. Aber irgendwie... Ja, es schmeckt nicht schlecht. Auf gar keinen Fall. Es schmeckt nach Mango, aber halt auch irgendwas anderes ist da drin, was ein bisschen komisch schmeckt. Die Bits stören gar nicht, die Real Lemon Bits. Die stellen wirklich überhaupt nicht hier jetzt, aber da ist irgendwas Komisches drin. Ja, ich bin bei immer noch 8 Sternen, weil lecker ist es trotzdem, auch wenn dieses andere ein bisschen komisch schmeckt. Ich weiß auch genau, wie gesagt, was es ist, aber ist okay. Also 8 Sterne kriegt dieses, ja, Tropical Mango Lemonade von Calypso trotzdem. Jetzt kommen wir schon zu Kiwi Lemonade und viele wissen es gar nicht. Ich mag Kiwis auch voll gerne. Ich glaube, das habe ich noch nie erwähnt, weil Kiwi in Süßigkeiten auch voll selten vorkommt. Das stimmt. Wir hatten zwar vor, ich glaube, 2 Wochen auch einen Test, wo eben Kiwi mit im Getränk drin war, aber mal wenig rausgeschmeckt hat. Hier sollte es jetzt eigentlich nur noch Kiwi schmecken. Auch hier sind Real Lemon Bits drin, also echte Zitronenstücke. Und auf dem Deckel steht Paradise of Flavor. Öffnen. Was man vielleicht noch kurz sagen kann, weil ich es noch gar nicht erwähnt habe, die sind natürlich alle ohne Kohlensäure. Also, Kiwi Lemonade. Irgendwie ist in jedem Kiwi-Getränk Kiwi nicht so stark vertreten. Man schmeckt sie raus, nicht falsch verstehen, man schmeckt sie raus, aber dass es noch eine Lemonade ist, also Lemon, schmeckt man auch noch sehr stark die Zitrone hier raus. Ich würde sagen, es schmeckt ein bisschen mehr nach Zitrone als nach Kiwi. Leck mich doch am Arsch! Man schmeckt aber beides raus. So ist es nicht. Ich hätte es mir jetzt besser vorgestellt, muss ich sagen. Also es ist auch nicht schlecht. Ja, die sind bisher alle nicht schlecht. Aber es schmeckt halt wirklich sehr stark
nach Zitrone, wenig nach Kiwi. Deswegen bekommt jetzt dieses Kiwi Lemonade auch 8 von 10 Sternen. Lecker ist es trotzdem. Auch hier stören übrigens die Lemon Bits überhaupt nicht. Dann kommen wir als nächstes zu der Island Wave Lemonade. Und jetzt steht hier keine Geschmacksrichtung draus. Ich kann mal versuchen, die Früchte, die hier sind, zu erklären. Also wegen Lemonade natürlich wieder Zitrone. Dann glaube ich, dass es eine Orange ist. Das sollte eine Maracuja sein. Banane und Ananas. Also eher so ein Multivitamin Calypso. Wehe, das stimmt nicht. Auch mit Real Lemon Bits natürlich. Und ja, das probieren wir auch gleich. Auf dem Deckel hier steht jetzt mal wieder Shake, Sip, Repeat. Wir shaken es und dann probieren wir es. Ich füge dieses Shake, Shake, Shake jetzt nicht überall ein. Spasti. Erstmal riechen. Ja, ich weiß nicht. Fruchtig halt einfach. Ich probiere es. Wie soll ich denn das jetzt erklären? Weiß ich nicht. Es schmeckt halt echt wie Multivitamin. Ich werde gerade mal eine andere Marke ins Spiel bringen. Auch wenn ich das ungern mache. Hohes C. Kennt ihr da den milden Multivitamin? Oder ich glaube auch der normale schmeckt ähnlich. Das da. Nur noch mit Ananas. Ansonsten schmeckt das genauso. Ein bisschen süßer, klar, weil das ist halt eine Limonade und kein Saft. Aber ansonsten geschmacklich ziemlich ähnlich. Ich würde sagen, das ist Multivitamin mit Ananas. Calypso Lemonade, auch lecker. Ich mag auch den von Hohes C. Also hier gebe ich jetzt mal 9 Sterne. Ich finde die jetzt nicht so gut wie die erste, aber besser als die anderen beiden. Ich mag Multivitamin. Es schmeckt ganz lecker. Also diese Calypso Island Wave Lemonade kriegt 9 von 10 Sternen. Die sind bisher alle echt gut. Also ja, Calypso kann ich nur empfehlen. Jetzt kommen wir zum letzten und zwar das Blaue. Auch das hat wieder keinen Namen, wo man die Geschmacksrichtung rausfinden kann. Denn sie heißt einfach Ocean Blue Lemonade. Auch die hat Real Lemon Bits. Vom Bild her würde ich halt sagen, ja, Blaubeeren und Brombeeren. Blaubeeren und Brombeeren und halt Lemonade, die Zitrone natürlich. Ich schütte es mal und dann probieren wir es. Hier steht drauf auf dem Deckel, All About the Bits. Taste it. Man muss natürlich sagen, die sind alle natürlich aus dem Kühlschrank. Ich denke, wenn man die warm trinkt, sind die auch nur halb so geil. Definitiv. Das blaue Calypso Ocean Blue Lemonade. Ja, auch hier finde ich wieder, man hat sehr stark die Zitrone von der Lemonade im Vordergrund. Weiß ich nicht. Man schmeckt zwar auch ein bisschen was anderes. Das werden die Blaubeeren und die vermutlich Brombeeren sein. Auch nicht verkehrt. Ja, also versteht mich nicht falsch. Ich finde die trotzdem lecker. Aber ich kann dem Blauen leider auch nur 8 von 10 Sternen geben. Wie gesagt, wir haben hier bisher nur 8, 9 und 10 Sterne verteilt. Die sind wirklich alle sehr, sehr lecker. Aber tatsächlich ist heute aus dem Video Favorit die erste Pineapple Peach Lemonade. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte, die Blaue oder die Island Wave wird die geilste. Aber die waren alle lecker. Also wenn ihr Calypso mal irgendwo findet, ich wollte die schon lange, lange testen. Jetzt gab es die irgendwann bei World of Sweets. Da hatte ich gerade eh bestellt. Da habe ich gedacht, bestellst du jetzt endlich mal mit. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. So, das war's im Video. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Wenn dem Ganze war, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.